Wie sagt man so schön, es eskaliert eh. Und eins sage ich euch, auch dieses Match wird, denke ich mal, eskalieren. Herzlich willkommen zum ROH Pure Championship Match. Jushin Thunder Liger muss seinen Titel verteidigen gegen Dean Ambrose. Auch dieser hat im vergangenen, also in diesem Monat... Wolverus Streams. Ah, der Graver. Nee, keine Farbe, nicht. Ah, warte, das geht mir zu schnell hier. Mann, das ist, manchmal kann ich so schnell gar nicht lesen hier. Der gute Graver. Mensch. Kommen wir ja gar nicht mal zum, ich kann ja mal reden, ey. Nee, Farbe, nee, kann Farbe nicht. Und vom Krankenbett aus mache ich auch mal mit. Graber, ich hab's heute schon gesagt. Gute Besserung, alles Gute dir und Dankeschön. 999. Unfassbar. Für 999 gibt es jetzt hier quasi das Match. Auch Ambrose hat sensationelle Leistung vollbracht bisher in dem Monat davor. Er war ECW Television Champion. Jetzt möchte er wieder einen Titel und zwar daheim. Daheim im Indie-Bereich. Und hat deswegen jetzt sich diese Chance erarbeitet. Quackenbush hat sich die Chance erarbeitet gegen Samoa Joe und hat sie genutzt. Hat auch Dean Ambrose jetzt die Chance, das zu nutzen? So. Die Wetten. Chris tippt Dean Ambrose. Freddy tippt Liger. Der Wolf tippt Jushin Thunder Liger. Was machst du so? Ja, ich muss gucken, ob ich den Fisch... Randaliert hier. Wolverus Streams. Ah, oh, der gute Yannick. I love Wolf. Ah, oh, das ist aber nett. Dankeschön. Für 999 gucken wir jetzt mal nach, was ihr getippt habt. Und die Community-Tipps sind Ambrose for Liger. Ihr denkt also, es gibt noch einen Titelwechsel. Beziehungsweise vorhin habt ihr gedacht, es gibt keinen Titelwechsel. Jetzt gibt es einen Titelwechsel. Jetzt... müsst ihr euch aber auch mal entscheiden. Okay, also damit ist eigentlich alles klar. Wir haben Chris und Community auf Dean Ambrose, John Moxley und Freddy und Wolf tippen auf Liger. Dann würde ich sagen, ist es Zeit, dieses Match anzugehen. Ist jetzt schwierig. Dean Ambrose war bisher irgendwie so immer eine Mischung aus gut und mal aus nicht so gut. Und der Liger ist eigentlich ziemlich dominant gewesen bisher immer. Aber beim Liger weiß man halt nie so ganz, wie das Ganze enden wird. Wir sind gespannt. Match Nummer 3 von Cage of Death. Und damit... Die Lola, ich weiß nicht, ob ihr euch da sicher seid. Fabi, ich denke, wir sind uns sicher, dass Lola jeden Fight gewinnt. Ich bin mir auch sicher. Und notfalls haben wir immer Tabasco. So, jetzt geht's los, Ladies and Gentlemen. Viel Spaß mit dem Match. Und wir haben natürlich Aperli. Ja, dann hol dir den Fisch doch. Dankeschön, Fabi, nochmal. So, jetzt Liger gegen Dean Ambrose. Und ja, Liger ist so klein. Also nicht Wolf, mach mal größer. Der ist so klein, der Mann. Keine Sorge.
So, kann sich Ambrose kümmern und seine Chance nutzen? Liger ist schon guter Champion, guter RH Pure Champ. Das kann man auch wirklich, kann man auf jeden Fall sagen. Auch wenn, also wirklich, haben wir überhaupt irgendeinen Champ, der jetzt wirklich viel und gut gewonnen hat bisher? Eigentlich ja nicht. Tess kann nix, der ist Doppelchamp. Liger hat plus minus, auch so kommt er auf 50% wahrscheinlich. Super Dragon, naja, gut, hat sein Match gegen Cena verloren. Ansonsten geht das bei dem Jungen. Immerhin hat er selber Junior geschlagen, was ich, womit ich nicht gerechnet hätte. Ja. Keine Ahnung, also so wirklich ein Champ. Manami Toyota verliert auch seine, ihre Wochenmatches übelst oft. Also ich weiß es nicht. So einen wirklichen Überchamp haben wir tatsächlich gar nicht. Von dem her warten wir es doch einfach mal ab. Standing Moonsault von Liger erstmal. Und Alter, was ein Half-Nelson-Suplex. Heilige Mutter Gottes. Und dann gibt es auch noch direkt noch einen Dropkick an die Schläfe hinterher. Mein Liger ist schon wieder on the top. Liger macht das schon wieder so dermaßen geil. Ich sag's so, ich glaube, der Liger wird noch... Also ich sage ja auch, Liger gewinnt. Ich sage dementsprechend auch, Liger wird noch ein bisschen länger Pure Champ bleiben. Weil dem seine Matches machen eigentlich auch echt immer Spaß. Wir hatten zwar einmal so ein bisschen ein Killer. Das war gegen Taz. Aber letztendlich machen seine Matches immer, also so Overkill halt. Aber ansonsten machen seine Matches immer sehr viel Spaß. Mir gefällt, was ich da sehe. Und er kann die Matches, oder sagen wir, die Gegner immer recht gut mit durchziehen, sag ich mal. Wenn es denn ist, ein Dean Ambrose muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt durchziehen. Da, und da kommt der Crusher. Der Liger Crusher. Und 1, 2. Ja, gut, also so schnell darf natürlich jetzt Dean Ambrose nicht geschlagen sein, beziehungsweise John Moxley. Das wäre natürlich ein bisschen arg traurig. Aber, ja, man muss es natürlich bedenken, für sein hohes Alter ist das absolut Weltklasse. Also, schau mal an, Standing Frankensteiner vom obersten Top Rope, also vom Top Rope. Und dann geht er auch noch direkt drauf, am besten zeigt er jetzt noch den Moonsault! Unfassbar. Gegen jede Gesetze der Physik. Und ist Ambrose hier schon geschlagen? 1, 2? Nein. Geschlagen ist er nicht, aber Jushin Thunder Liger zeigt eine so dermaßen übertrieben gute Leistung hier schon wieder. Weltklasse. Das ist wirklich ein Mann, wo ich sage, Leute, also ich bin von kaum einem so überzeugt wie von Liger, von seiner Champion-Qualität. Auch hier sieht man das zum Beispiel. Weltklasse diesen Backsuplex in den Backflip gekontert. Und den Ambrose kommt zu nix. Der kommt zu nix. Jetzt wirft er ihn übers oberste Seil, aber der kann sich noch festhalten. Ja, gut. Letztendlich kriegt der Kassierer dann trotzdem noch einen Schlag. Und Liger muss nach unten. Jetzt außerhalb des Regens. Oh, shit! Und da knallt der alte Mann. Volle Kalle mit dem Kopf gegen den Ringpfosten. So kann, oh, so kann man ihn vielleicht ein wenig zuschauen. Was ein Jab, Mann. Jab, Chop, Jab, Job. Steve Jobs, ah nee, das war was anderes. Krasse Kombos und jetzt, yo! Holy shit, was für ein übertrieben krasser Chokeslam. Chokeslam, sag ich nicht, bloß weil ich da lese. Was für ein übertrieben krasser Dropkick gegen den Ringpfosten, muss man das auch noch so sehen. Das hat mich jetzt ziemlich geschockt. Das war krass. Aber da ist trotzdem Liger sofort am Start. Oh mein Gott! Schaut euch das an, wie gut das es macht. Und natürlich noch ein Springboard Moonsault, quasi ein Lion Sword. Jetzt nochmal aufs Top Rope noch ein Moonsault. Der Mann ist on the roll. Ich glaube, so gut haben wir Liger ihn noch nie gesehen. Nein, der Frog Splash sollte es werden, aber der ging daneben. Wow. Ja, aber der Ambrose, da kriegt er gar nichts geschissen. Also so schwach haben wir Ambrose dann tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Ambrose einfach nichts geschissen kriegt oder dass Liger einfach unfassbar gut heute ist.
Und das kann ich mir das nicht erklären. Richtig, richtig, richtig gut, was er da macht. Also, ist so ein bisschen einseitig, das Match, aber der Mann unterhält mich einfach wahnsinnig gut, versteht er? So, das ist natürlich, das nenne ich jetzt wirklich einen Verzweiflungsakt. Da jetzt ein Cover zu bringen, halte ich für schwach. Sag mal. Ja. John Moxley jetzt auf dem Top Rope? Ne, das wird so nix. So. Jetzt haben wir ja gerade so eine Phase. Ich darf das jetzt gleich nicht vergessen. Aber ich kümmere mich gleich. So, erstmal Coverversuch jetzt hier nochmal von Ambrose. Ne, so kann das nichts werden. Ja, Ambrose ist draußen sehr dominant, aber draußen kannst du den Titel... Ja gut, nee, draußen kannst du den Titel nicht gewinnen, ist schon richtig. Weil egal was passiert, am Ende würde Liger verteidigen. Countout, DQ, pipapo. Jetzt scheint er aber ein bisschen besser ins Match zurückzukommen. Jetzt sehen wir auch im Ring wieder das, was ich gerne gesehen hätte. Aber wir haben eigentlich läuft es in etwa so ab wie das Quackenbush-Match. Joe war die ganze Zeit dominant, dann kam Quackenbush zurück und hat am Ende den Titel geholt. Das gleiche könnte jetzt tatsächlich Dean Ambrose passieren, indem der einfach jetzt so sehr in das Match zurückkommt. Oh, da ist der Spinning Wheel Kick und der hat schon Karrieren beendet gefühlt. One, two, nein! Und das kann Liger tatsächlich nicht fassen. Und ich auch nicht. Da schnappt er sich nochmal zum Snap-Suplex. Vielleicht jetzt die Liger-Bomb fürs Ende. Oder doch nochmal der Moonsault. Er liegt halt perfekt unter der Frog Splash. Standing Whoopin! Schon dieser Press durch Ambrose durch. Hat ihn in der 12. geteilt. Wo wir wieder bei nicht noch ein Teenie-Movie werden. Und das ist das Ende. Weltklasse. Oh mein Gott. Leute, Jushin Thunder Liger. Ohne Witz. Was ein... Also, Performance war purer Zucker. Ambrose kam nochmal gut zurück. Aber das, was der Mann da, der Mann da gezeigt hat, war richtig, richtig stark. Völlig zu Recht den Pure Title verteidigt. Absolut Weltklasse. Weltklasse. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Und mit dieser Shooting Star Press hat er ihm gerade tatsächlich in half gebroked. Verstehst du? Der hat ihn so fertig gemacht. Jetzt gucken wir mal. Da war das Snap. Da war das Snap Suplex. Und er lag perfekt. Und dann dachten wir, was kommt jetzt? Der ist Frog Splash, der Moonsault. Aber nein. Und jetzt schau dir mal, wie er ihn in zwei Hälften bricht. Achtung. Zack. Durch ihn durch. Weltklasse. Hätte der Dean Ambrose seine Bauchmuskeln vielleicht überhaupt mal trainiert? So sieht's nämlich aus. Absolut verdient gewonnen und absolut verdient seinen Gürtel verteidigt. Ja, da ist er ja, mein Gürtel. Ich bleibe RH Pure Champ. Yes! Und das hat er so Weltklasse gemacht. Wirklich, ich möchte applaudieren, denn das war ein sehr, sehr, sehr geiles Finish und auch ein sehr, sehr, sehr geiles Match. Wir hatten, das Match hatte eine Matchzeit von gerade mal 7 Minuten 36. Aber Pace, Story, geile Aktion. Liger, du bist mein Mann.